Hasekind. Langgezogenes Miau? Super langgezogenes Miau? Was ist denn, Hasekind? Musst du dich ein bisschen mit mir unterhalten? Was machen denn die anderen? Ja? Du armer Hase. Komm, wir gehen in den Garten. Ja, Kikeriki, komm. Komm, wir gehen in den Garten. Es ist warm, ist doch gut. Guck mal, Püppi. Hat sich schon ihr eigenes Frühstück heute besorgt und er auch. Ihr habt nämlich beide eine Maus zum Frühstück. Oh, hast du das Ding so weggeknuspert? Hast du jetzt eine alte Mäuseschnauze? Damit leckst du mich aber nicht, du. Ganz gruselig war das. Normalerweise frisst er die ja gar nicht, aber heute hat er sie weggehauen. Ja, Hase, ich streichel dich doch auch. Und da sind noch so, das ist auch eine Maus hier weggehauen. Du bist runtergefallen, Püppi. Bleib weg von mir hier. Ja. Genug Mäuse gefressen für heute. Das ist grausig. Hasekind. Du brauchst ein gutes Katzenfutter, ne? Und Backfisch. Denn Mäuse magst du nicht. Aber die anderen beiden. Das Schlimme ist ja nicht, wenn sie denn die Mäuse fressen, sondern wenn sie die dann wieder ausspucken. Darum mussten die heute eine ganze Weile im Garten bleiben, bis ich gemerkt habe, dass sie denn noch das Tierchen drinne behalten. Aber es ist alles gut gegangen. Hat scheinbar gemundet. Na, Hasekind. Putzt er sich so fein. Hast du da drinne Geräusche gehört? War nicht das sonnigste Wetter, aber sie dürfen heute den ganzen Tag draußen bleiben. Ist ja warm. Genießen halt den Tag.